Hallo und herzlich willkommen zur 235. Folge Let's Play Minecraft Staffel 6. Wir sind hier im wunderschönen Nordwesten im Land Wendland. Und das ist meine Stadt, das sind ihre Indizien. Das Wappen ist eigentlich ein bisschen aufwendiger gewesen, als es jetzt ausschaut. Unten gelbe Zacken, oben rote Zacken, ein Farbverlauf von unten nach oben von hellgrün nach Orange, in der Mitte ist eine Blume. Dies gewinnt man, glaube ich, nicht mit einer Sonnenblume, sondern mit einer Margarite. So. Ich habe verschiedene Stadtteile, die werde ich euch Stück für Stück vorstellen. Das ist erstmal ein kleines Einführungsvideo. Und dann stelle ich euch mal ein paar Gebäude vor. Ihr könnt mir gerne Vorschläge auch noch, was man alles hier in eine mittelalterliche Stadt bauen kann, reinschreiben in die Kommentare unten oder dieses Video. Bin sehr erfreut, wenn da immer mal was steht. Und wir fangen gleich an, würde ich sagen. Unser Örtchen heißt Nordwehen. Er hat den Anschluss nach Süden, nach Mooseck. Mooseck ist das Örtchen, was die liebe Annie bebaut. Und ich kann ja wieder den F1-Modus ausschalten. Ich habe Minimap, Shader, alles drin. Und Inventar ist es leer. Warum ist es leer? Ich bin ja gestorben. Ich habe aber ein bisschen was schon wieder gewerkelt hier. Ein bisschen geterraformt. Und wir kommen ja erstmal in der Stadt rein. Das sind so meine Lampen, die ich hier baue. Ich habe ja erstmal ein paar Zauntore gesetzt, weil hier oben Dorfbewohner sind. Nicht, dass die mir hier abhauen. Hat mir erstmal wie so ein Vierseitenhof. Ist so ein kleiner Platz. Mit so einer Laterne, aber die will ich noch ein bisschen umgestalten, weil die hier ins Haus ragt. Das heißt ins Haus, ans Haus ran. Da haben wir erstmal hier vier Gebäude. Und diese vier Gebäude, die stelle ich euch jetzt Stück für Stück vor. Das ist das Postamt in Nordwehen, aber wir können ja, das ist die Nummer 4. Wo ist denn die Nummer 1? Ist das die Nummer 1? Nummer 2? Ist das die Nummer 3? Ist das die Nummer 1? Die Nummer 1 steht noch nichts dran. Das soll ein Wohngebäude sein. Also hier kommt man rein und hier sind noch keine Glasscheiben drin. Fällt mir gerade auf. Müssen wir gleich noch welche reinsetzen. Hier oben ist ein Bett und das tue ich dann noch einrichten. Kommt hier unten noch ein paar Truhen hin. Beziehungsweise auch eine Küche. Ein kleines Bad eventuell. Genau, hat mir ja eine wunderschöne Aussicht. Ich glaube, hier ist schon. Nee, ist auch keine Fensterscheibe drin. Na, wenn die zwei Bäume hier nicht stehen würden, hat man eine wunderschöne Aussicht auf den Schwarzeichenwald. Und hier kommt dann noch ein Haus ran. Weiß nicht, wie die Aussicht dann da ist. Genau. Waren wir schon mal hier. Gehen wir in die Nummer 2. Das ist der sogenannte Nordwind Tower. Der ist 138 Meter über Normal 0. So. Hier sind ein paar Drohnen. Hier ist sämtlicher Stuff drin. Und hier waren irgendwo Glasscheiben. Hier? Ja. Glasscheiben. Ich habe da, glaube ich, schon mal welche mitgenommen. Darum ist die Zahl jetzt sehr hoch hier drin. Da oben kommt eine rein. Wenn ihr nicht wisst, wo ich gerade hier bin, ich bin auf den Wensland-Server. Der Wensland-Server wird betrieben von lieben Emrico. Link dazu in der Videobeschreibung. Und was man noch dazu sagen kann, darf, hier später noch ein paar mehr. Hier war das, glaube ich, drin, genau. Ein paar mehr mit drauf, nämlich der Enrico, die liebe Annie, der Fastgard und Schoki und Lune kommen auch immer mal vorbei. Das ist zwar ein bisschen seltener, aber sie kommen immer mal vorbei. So, da hat man hier einen großen Wegweiser. Ich weiß, auch wenn man hier schon wieder das Abteil anschaut, es sind sehr viele Schilder. Ich versuche mich da immer zusammenzureißen, aber manchmal geht es einfach nicht anders. Hier kommt noch eine Rezeption rein. Da wusste ich noch nicht so wirklich, wie ich das anstelle, aber ich habe da schon einen guten Plan mit so treppenartigen Sachen. Hier sind Zimmer, da ist doch schon überall Bett drin. Oder zwei Betten. Das ist so eine kleine Herberge. Ich weiß gar nicht, habe ich die irgendwie benannt? Irgendeinen besonderen Namen? Herberge, Herberge. Nee. Doch da. Doch hier müsste das ja dran stehen.
Herberge zur Postkutsche, genau. Zur Postkutsche. Hatten wir ja noch eine zweite Etage. Da sind die Zimmer schon etwas größer. Man hat ja nur einen schönen Ausblick. Ja, jetzt auf dem Platz. Das ist wahrscheinlich nicht so ein schöner Ausblick. Hier ist nochmal ein kleines Einzelzimmer mit Blick nach draußen. Und hier ist nochmal ein Herbergenzimmer. Wenn jetzt eine Schulklasse hier kommt oder keine Ahnung. Mit so Ecklampen drin. Genau. Hier muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt. Und hier oben auch noch keine Glasscheibe drin. Nee, ich habe hier die Glasscheiben vergessen. Zimmer 6. So, Dachgeschosswohnungen sind das hier. Hier auch wieder ein kleiner Herbergenzimmer. Und hier ist ein Fleischer. Hier ist ein Dorfwohner. Die verstecken sich immer in der Herberge, glaube ich. Die wohnen hier oben. Mir ist das zweite Herbergenzimmer. Habe ich ein bisschen anders gestaltet. Wo ist denn der andere? Muss ja auch irgendwo hier drin sein, oder? Ich war hier überall drin. Der ist ja drüben. Ich glaube, der ist drüben. Der ist drüben. Da drin ist der. Ah, da ist er. Auch ein Fleischer. Zwei Fleischer sind das hier. Ist denn mal. Und hier wollten wir ja hochgehen, ne? Nordwind Tower. Mal hier noch großen Stellplatz. Und hier oben ist eine Zwischenetage. Und dann kann man hier rausgehen. Dann kann man hier wunderschön. Ich muss mal dort oben hier den Wegpunkt mal kurz ausschalten, weil die Multi wird hier wieder. Also, das ist wirklich nicht sehr schön. Und wie ihr seht, ich habe schon ein paar Wegpunkte hier. Es wird gerade Nacht. Sieht aber noch nicht nach Nacht aus. Dort unten, da werden wir gleich hingehen. Da werde ich euch zeigen, was ich da vorhabe. Das ist nämlich unser Bauvorhaben jetzt. Und die Stadt von oben bei Nächtens. Bei Nächtens. Mal kurz einen Screenshot machen. Immer noch auf F8, muss ich wieder zurück belegen. So, jetzt gehen wir ganz schnell nach ganz oben. Da hat man nämlich noch einen schöneren Ausblick und da sind auch Betten, nehme ich an. Ja, genau. Bäm. So, schlafen wir erstmal eine Runde. Denn schlafen ist wie gesagt hier ja auch Pflicht. Und mit diesem neuen Tag verabschiede ich mich auch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.